Drei, zwei, eins. Eine Hirsch. Friede. Gutes Tür. Tür. Tier. Oh ja, Tür. Gut, dass ihr mich daran erinnert, Hirsch. Moin, Pepe. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Sag mal, ich hatte eine Frage an euch. Naja? Was ist denn euer liebstes Getränk? Getränk? Ja, also ihr wisst schon, so Wasser oder Bier oder blutroter Wein. Wasser. Also Wasser und danach kommt Blut. Aber das ist schwierig, es ist ein spezielles Blut. Oh? Ja, also, wisst ihr, kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, dass eine Person einen den ganzen Tag verfolgen würde? Seit neuestem? Ja, doch, durchaus, ja. Ja, ja, und kennt ihr das, wenn genau diese Person auf einmal von einem Tag auf den anderen einen komplett anderen Kleidungsstil entwickelt und sich anzieht wie ein Hofnarr? Das eher nicht, nein. Dann kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, wenn die jeweilige Person dann anfängt, die Schneiderin regelmäßig anzuknabbern, so die Finger und so. Und kennt ihr das dann, wenn diese Schneiderin, die angeknabbert wurde, dann im nächsten Moment Hilfe schreit und dann jemand hingeht und den Menschen, der angefangen hat, an ihr rumzuknabbern, umbringt und diese Person dann hingerichtet wegen Mord wird und das Blut von der Person, die die Person umgebracht hatte, die Schneiderin angeknabbert hatte, die dich vorher verfolgt hatte, die gesamte Zeit über, das Blut schmeckt wirklich gut. So. Na gut, dann, Herr Ritter. Ich möchte meine 10 Kürbisse abholen. 2. Vorsicht, die sind schwer, aber für euch ist das natürlich kein Problem. Ach ja, Herr Ritter, dieser Mann neben euch mit der Katze auf dem Kopf hat mir gerade erzählt, dass er gerne Blut trinkt. Mögt ihr eigentlich auch kleine Messer, guter Totengräber? Kleine Messer? Die benutze ich immer, um die Leute zu häuten. Oh, das ist ja interessant. Also ihr trinkt Blut und benutzt Messer für eure Arbeit, ja? Na, Blut nur ganz selten mal, aber ja. Ich frag nur so. Nur aus Interesse. Wie sieht es mit Wein aus? Oh, Wein mag ich nicht. Ich mag Wasser und Blut. Aber eigentlich am liebsten auch nur spezielles Blut. Der schwarze Ritter wird sowieso missverstanden. Er ist gar kein schlechter Kerl. Er bezahlt auch immer, im Gegensatz zu anderen Leuten. Wie zum Beispiel von der Wache? Ich hätte gerne Kartoffeln, die leckersten, die sie im Angebot haben. Wie viele dürfen es denn sein? Nein, Durial, wir verkaufen heute der Stadtwache nichts. Oh, was? Dem Totengräber kannst du etwas anbieten. Warum verkaufen sie der Stadtwache nichts? Also gestern in der Taverne, die gute Celia, die wollte euch rufen, um mir zu helfen. Und da wart ihr außer Dienst und dann plötzlich sagten alle Marktleute, dass ihnen nicht genug geholfen wird von euch. Darum streiken wir, jawohl. Ich habe da so eine Vermutung, an wem es liegen könnte. Ich habe mitbekommen, dass dieser, wie heißt der, Kalle? Der dreht ganz krumme Dinger. Der hat nämlich auch bei uns, schon unter falschem Namen, hat er sich Obst gegönnt und nicht bezahlt. Er hat sich als Sir Yoshi abgegeben. Und nachher habe ich herausgefunden, dass Sir Yoshi eigentlich dieser gute Mann ist. Wartet hier. Steck das schnell ein. Schnell. Durial, hilfst du mir denn bitte? Oh, ja, Verzeihung. Sofort. Hier, komm zu. So freundlich. Schnell zum König, der hat eine Ansprache. Jener dort, der soll sich rechtfertigen. Ja, es macht mir Spaß, wenn er sich ein bisschen... Ich hab doch nur die Blumen gegossen. Das hat er nicht gemacht. Er hat die Blumen. Die Blumen? Seid ihr des Wahnsinns? Ihr Teufel. Die Blumen der Prinzessin. Lang lebe der König! Lang lebe der König, ist so großartig! Ach, Frau Ella. Manche Männer, die denken einfach nicht mit ihrem Kopf. Mit was denken sie? Ja, das ist mir wohl bekannt, aber... Ab dann, dass ihr gerade mit bei diesem komischen Pauz nachgefragt habt. Kein Problem, also wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass eure Mission erfüllt werden muss. Er hat sich bedankt, what the fuck? Oh, da ist ja wieder ein
nackter Duriel, Mensch. Duriel, was hattest du denn mit diesem Ritter zu besprechen wieder? Es behagt mir überhaupt nicht. Eigentlich ist er gar nicht so schlimm, müsst ihr wissen. Er ist eigentlich, naja, also nett wäre vielleicht übertrieben. Also wirklich Pech mit dem Aussehen und Pech mit, also mit der Erscheinung und der Stimme. Ja, also ich denke, er wird immer so ein bisschen missverstanden auch. Ich glaube, er hat schon das Herz am rechten Fleck und er will eigentlich nur Gerechtigkeit. Aber die Leute haben Angst vor ihm wegen seinem Aussehen und seinen leuchtenden Augen und seiner Stimme. Habt ihr von dem Streik gehört? Kein kompletter Streik. Wir geben nur der Stadtwache kein... Wir geben nur der Stadtwache kein Essen mehr. Aber hat dieser Plan nicht ein kleines Loch? Naja, also so wie ich die Aussage aufgefasst habe, wollen wir der Stadtwache kein Essen mehr geben, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen. Wenn die Stadtwache aber verhungert, dann können sie ihre Arbeit doch gar nicht mehr aufnehmen. Als wenn die Stadtwache tatsächlich verhungern sollte, Gott bewahre, so würde ja vielleicht auch die Burgwache herunterkommen. Und die Arbeit der Burgwache ist ja frech famos. Ihr meint, also, erstmal ganz unter uns, also wenn die Stadtwache verreckt, dann käme die bessere Wache zu uns und wir wären noch sicherer. Ich hoffe, dass selbst wenn die Stadtwache nicht verrecke, sondern nur dünn werde, brauchen könnten sie es auch. Und selbst dann würde es ja sicherlich eine Lehre sein. Nun erkenne ich die ganze Fülle dieses Planes. Eine weise Entscheidung. Ich habe doch die Frage noch im Kopf, danach das Dracheneis. Hat sich denn da was ergeben? Weißt du jetzt mehr? Ja, vielleicht sollten wir zusammen mit Frau Ella das besprechen, damit ich die ganze stundenlange Geschichte nicht doppelt erzählen muss. Oh ja, natürlich. Da seid ihr ja wieder. Da sind wir. Wir haben was zu besprechen. Vielleicht setzt ihr euch besser hin. Ich setz mich ein wenig, erzählt mir etwas. Ja, also der Herr Nero ist auch ganz interessiert, weil ich hatte ihn ja gestern auf das Drachenei angesprochen, von dem ihr mir mal erzählt habt. Ja, ich hab dich ja geschickt, ja. Ja, und also irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich plötzlich beim Alchemisten war und die Prinzessin war auch da mit einer Vertrauten der Prinzessin und da kam noch irgend so ein Streicher, hat er sich genannt, daher. Moment, welche Prinzessin? Oh, die Lalina. Die garstige oder die freundliche? Ach, die, ja. Ja. Ich dachte erst, die wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig und sehr laut, aber eigentlich war die voll nett. Naja, jedenfalls, also wir haben uns da bei dem Alchemisten versammelt und ich habe ihn auf das Ei angesprochen und ich konnte auch wirklich der Prinzessin nicht den Wunsch abschlagen, dass sie da auch mithört. Deswegen haben wir darüber geredet und naja, der Alchemist meinte, ja, in der Tat, es gibt da wohl so ein Ei und naja, die Sache ist die, ich war vorher, bevor sich das Ganze ereignet hat, ein wenig auf Erkundungstour und ich war bei diesem magischen Pilzwald und dann waren da auch die Berge und ich bin auf die Berge geklettert und da war irgendwie eine Ritualstätte mit einem Pentagramm und einem Opfertisch. Und außerdem war da ein riesiger Krater mit einer Art Nest, das groß genug war für ein Drachenei definitiv. Also habe ich das dem Alchemisten dann erzählt und der Prinzessin und den ganzen anderen Leuten. Und darauf entschließt sich dieser Streichertyp, ja, der anscheinend neu in der Stadt ist, auf jeden Fall sehr bewandert auch aussah und wie ich nachher herausfand, aus Hesselot kommt. Der meinte dann, wieso gehen wir nicht alle zusammen nochmal gucken, ob da nicht doch ein Ei rumliegt. Also sind wir, und es war schon nachts und sehr dunkel, also sind wir gemeinsam mit der Prinzessin und ihrer Vertrauten und den ganzen anderen Leuten zurück in diese Berge marschiert und haben uns das Ganze angesehen. Und ich habe ihnen auch die Ritualstätte gezeigt in der Höhle. Und da war ein Geist, der uns erzählt hat, was da sich alles zugetragen hat. Ein Geist, der anscheinend aus Schnee und Eis entstanden ist. Und naja, wir haben sie ein wenig ausgefragt. Sie hat uns ein Rätsel gestellt und dann bekamen wir heraus, dass der Meister auch mit zwei Leuten da war, kurz vorher an dem gleichen Tage. Und ein Dämon wurde ihm ausgetrieben und anscheinend in einen magischen Anker, ein Artefakt, verbannt, das er jetzt mit sich rumträgt. Ja, und das Ei war auf jeden Fall nicht mehr im Nest. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass das Ei, naja, also entweder irgendwo schon ausgebrütet ist oder noch ausgebrütet wird. Nero,
vielleicht auch im ich wage es gar nicht auszusprechen, Ella. Nero, der meint doch wohl nicht unser Ei. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin in Besitz gekommen eines bronzenen Eis. Vielleicht nicht golden, aber... Guten Morgen. Was zum... Das ist das Ei vom kleinen Volke. Ich hab den Brick. Ja, hört zu. Ich gebe euch erstmal das Ei zurück. Schnell, steckt es wieder ein. Das Ei, es liebt die Wärme sehr. Der Heinzel liebt das Bier noch mehr. Er webt, er stickt und leistet Fron. Und edle Seide ist der Lohn. Das klingt aber nicht nach einem Drachen, Nero. Ich hätte noch nie von einem seidenen Drachen gehört. Das wäre auf jeden Fall mal was Neues. Der Assistent, guten Morgen. Aha, die Eisbärenschlechterin. Ja. Okay, mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. So. Entschuldigung. Ich kündige... Ich kündige. Wirklich? Ich hab wirklich auf so eine Scheiße. Also, so ein Mist hab ich gar keinen Bock. Keine Sorge, das ist unsere Häuser. Er hat sich ausgezogen. Und hier sind wir schon. Ah, hier wohnt ihr also. Also, mir wird es gehörig warm, wenn ich mich hier hinstelle. Ja, ich glaube, das geht nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Von irgendeiner Zeitspanne war natürlich nicht die Rede, oder? Nun, meine einzige Information ist der Brief, den Ella und ich auf der Türschwelle erhalten haben. Habt ihr den Brief irgendwo hier, dass ich ihn mir mal anschauen kann? Schaf gebraut aus Gerstenkraut auf der Schwelle abends zur Stelle. Morgens liegt Gold im Bette so hold. Ich verstehe, also das war genau, das war das ein erstes Rätsel, das ihr gelöst habt anscheinend. Dafür habt ihr dieses Ei bekommen, ja? Oh, wo ist der zweite Teil des Rätsels? Hat den Ella? Oh, wow. Das ist das erste Mal, dass ich ein Pferd reite. Das ist ja... Oh, das erfreut mich, dass ich aber die Ehre habe, euch per Pferd ausführen zu dürfen. Das wollte ich schon immer mal tun. Irgendwann werde ich mir auch ein Pferd leisten. Direkt nach dem Schwert und vielleicht etwas Rüstung. Oh ja. Euch lächert es, Schwartes. Meine Herrin, meine Dame, wir hörten... Prinz Lilly. Gar... Starkes Donnern von hier. Da ist die Übeltäterin. Eine Hexe. Wovon ihr flatulierte sie so stark. Ich bin keine Hexe und ich bin keine heilige Dame. Ich bin nur eine Reisende. Also eine Zauberin. Eine Hexe. Wer für Sag mal, Pepe, wie schaffst du es eigentlich immer wenn irgendeine Scheiße passiert, hier zu sein? So haben Dank. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Das ist echt ein Talent von dir. Ja. Ihr seid Louis? Louis Langschmidt, Majordomus des Hauses Haslinger. Sehr erfreut. Eine Ehre. Ich hätte da eine Frage an euch. Ja. Stellt sie. Habt ihr ein Messer gekauft von der Hufschmiedin? Aber natürlich. Ist das ein kleines Messer? Es ist ein angemessenes Messer. Wieso wollen Sie das wissen? Verstehe. Oh, das ist nur so eine allgemeine Frage. Und eine weitere hätte ich da noch. Was ist denn so euer liebstes Getränk? Wozu wollen Sie das wissen? Ja, ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Guter Herr, ich tue nur, was mir aufgetragen wird und... Ich habe auch keine anderen Informationen dazu. Ich bürge dazu. Für diesen hier. Ich kann sicherlich für ihn bürgen. Die Frage ist gerechtfertigt. Natürlich Wein. Nicht jünger als 20 Jahre. Eher so Weißwein oder eher so roten Wein? Natürlich rot. Tiefrot. Oh, so richtig, also so richtig rot wie Blut, kann man sagen, ja? Ja, das könnte ich hinkommen. Bin mir da nicht so sicher. Ich sehe nicht so häufig Blut, muss ich zugeben. Aber das ist ja auch kein Wunder. Nun denn, habt ihr noch weitere Fragen? Nein, das war's auch schon. Vielen Dank. Ihr habt uns sehr geholfen, auf jeden Fall. Fürwahr. Gehabt euch wohl. Und denn? Desselbigen gleichen. Und einen erfolgreichen Tag.
Ihnen ebenso. Auf Wiedersehen. Naja, ihr habt mich in das Eiergeheimnis eingeweiht, dann weihe ich euch auch in dieses ein. Bitte behaltet es für euch. Und ich gebe auch, euch auch nur so viele Details, wie ich euch geben darf, ja. Meine Lippen sind so versiegelt wie die Briefe der Post. Beauftragt von einem Fremden, einen Mörder zu finden. Das Einzige, was ich über diesen Mörder weiß, ist, dass er blutroten Wein trinkt und kleine Messer mag. Ja, ich habe schon bei vielen Leuten herumgefragt, aber nie traf es so gut auf jemanden zu wie auf diesen Menschen. Oh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Wir sollten... Ach ja, der Brief, das Rätsel. Das Ei, es liebt die Wärme sehr. Der Heinzel liebt das Bier noch mehr. Er webt, erstickt und leistet Fron. Und edle Seide ist der Lohn. Durial, ich hab noch die gute Kohle. Ich hab die gute Kohle noch zu Hause. Lass die probieren. Die gute die Kohle? Macht deutlich mehr Hitze. Ach, das hat so gleich... Oh! Was? Ich sag doch, die Kohle ist es. Waren wir das? Ach, die gute Kohle. Ach, das Ei. Ach. Ach. Du schau. Das Ei ist zu Seide geworden, genau wie das Rätsel es... Genau wie das Rätsel es gesagt hat. Zieht es mal an, vielleicht ist das ja... Wow. Wow. Sieh nur, wie es glänzt und glitzert. Ich frage mich, ob es vielleicht sogar magische Kräfte hat. Och, ich könnte es ja gar nicht ausschließen. Ach, sieh nur, welch schönes Mal, welche Maserung an meinem Bein. Welche Blümchen an meinen Schultern. Das sieht ja fast schon aus wie ein Symbol von Longsheng. Ach, vielleicht ist das eine heilige Robe. Meine Güte, Nero, wenn ihr so... Ach, das muss ich gleich der Ella zeigen gehen. Ihr geht so glatt als Adeliger durch. Das ist... Oh, da wird sich Frau Ella aber auch freuen, dass das Rätsel endlich gelöst wurde. Oh, die Frau Ella, die wird sich freuen. Ach, da ist sie. Ich sehe sie laufen. Alles ist gut. Nero, zieht noch euren Hut aus. Perfekt, perfekt. Okay, wartet. Wartet, wir machen uns einen kleinen Spaß. Frau Ella, hier ist ein adeliger Mann, der uns besuchen wollte. Ja. Schaut. Dieser Stand, der gehört nun mir. Er ist adeligerweise eingezogen, denn solch niedres Volk hier hat doch nichts mit solchen Äpfeln zu tun. Ja, das ist Fürst Neronimus von Liechtenstein. Der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, sie ist so geil, Mann. Nun, der Geruch von Einfluss ist wohl nicht unbekannt hier. Und Fisch. Nun, eine gewisse... Ja, ich hatte wirklich mega Glück. Dialog mit... Sei gegrüßt. Schau nur, welche wunderschöne Kleidung aus dem Ei herauskam. Es war das Rätsels Lösung. Ich schub's dich gleich, du. Mit meinen schmutzigen Schuhen trete ich dich. Du hast mich ja schon fast an der Nase herumgeführt. Und dann war da dieser Geruch. Moin. Herr Steini, die lassen jetzt hier liegen. Gerade. Seitdem wir nicht mehr da sind, geht das den Bach runter. Wie Yoshi? Ich dachte, ihr seid Yoshi. Ja, hi Yoshi. Ja, genau. Ja, danke. Auf bald. So hab ich ein Sitzen. Hallo. Oh, ihr seid aber gut dabei, hä? Wobei? Ja, hier mit dem Trunk. Ach so, ja, ich pack dir mal lieber beiseite. So, kann ich dir was Gutes tun? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, ich war doch gestern schon hier wegen dem Schwert. Welchem Schwert? Ihr wisst schon, die Kürbisse und so weiter. Danke. Ach so, ja, komm rein. Ich kann dir das Einzige, was ich dir leider geben kann, ist ein Übungsholzschwert. Damit solltest du aber auch die Kürbisse geteilt kriegen. Da darf ich mal ein bisschen rumschwingen? Ja klar. Werden wir dann übermorgen weitersprechen. Wie viel kostet denn so ein Ding? Wenn du Ella damit helfen möchtest, ist das völlig okay. Das bezahle ich dann.
Ernsthaft? Ja, klar. Ella wow, ist doch meine heimlich Geliebte. Und wenn du ihr helfen kannst, dann hilfst du mir. Super. Soll ich ihr irgendwas ausrichten von euch? Ja, dass ich sie liebe. Alles klar. Mache ich doch direkt. Juhu! Ja. Schaut mal, was ich bekommen habe. Ja. Oh, es ist ein Schwert. Vom Herrn Töfflerich, ja. Er lässt ausrichten, dass er sie liebt. Ja, das weiß ich doch schon. Er erwähnt das alles sehr oft, dass er alles Mögliche mit mir zusammen machen möchte, weißt du? Oh, so Schwerter schmieden und so. So Schwerter und Scheiden. Wein trinken. Aber keinen blutroten Wein, oder? Nicht, dass ich wüsste. Möchtest du noch eine Flasche Rotwein? Ich hab hier noch was. Hier, schau. Für nach der Arbeit. Da kann ich ja nicht Nein sagen. Vielen Dank. Ja, bitte. So viele Geschenke heute, das ist ja... Ja, Lord Neronimus? Ich bin's. Lord Neronimus? habt ihr gelesen, eine Löwenmaske schwebt durch die Welt? Vater Valentin von der Kirche der Raute wird vermisst. Oh. Zuletzt gesehen in der Gesellschaft des verjüngten Meisters. Eine schwebende Löwenmaske wurde gesichtet, wie sie scheinbar ziellos durch das Land streift. Augenzeugenberichten zufolge ist sie auf der Suche nach würdigen Einwohnern, doch für welchen Zweck bleibt ein Rätsel. Handelt es sich um eine Prüfung von höheren Mächten, eine verborgene Botschaft oder gar ein Vorzeichen kommender Ereignisse? Rastalot steht vor einem Geheimnis, das seine tapfersten und klügsten Köpfe herausfordert, die Wahrheit hinter der schwebenden Löwenmaske zu enthüllen. Ja, du gefällst mir, du hast genau die richtigen Worte, die ich immer gesucht habe. Nun, ich habe ein Anliegen, ich brauche... Ich sei lieber im Stehen ein Sitzen, als im Sitzen ein Stehen, ne? Nun würde ich euch gerne umbringen, aber ich halte mich zurück. Das wäre ja... Oh, das ist aber freundlich. Der Bestatter hat mir gezeigt, was für ein Messer er besitzt und hat gesagt, ich brauche so eins. Ist das richtig? Er hat gesagt, ich kann das bei euch fertigen lassen. Ach so, du willst von den Tieren das Leder haben, oder was? Ganz genau, von Tieren natürlich, von was auch ja. Sonst. Ist das? Ja, was überhaupt nicht das. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Ah, ich dachte mich, ich könnte mich noch ein wenig neu einkleiden, weil meine Klamotten, Sie sehen, ich habe hier so Löcher in der Hose und so, das ist nichts mehr Gutes. Und ach so, ja. Ja, ich bin nicht mehr so der Fan von Stoff leider. Deswegen, also ich finde, Stoff steht mir nicht so gut, deswegen dachte ich eher an so einen kleinen Lederwams. Nee, du machst nur Stoff, ne? Nein, auch wir haben sehr viel Leder. Leider nur gewöhnliches Tierleder momentan. Oh, aber ja, ich war schon da drüben sogar und ihre Kollegin hat mich ein wenig beraten und wir konnten leider nichts finden und da hat sie mich hierhin verwiesen an die Schmiede und meinte, hier gibt es wahrscheinlich ach eher so Sachen. Mhm. Ich finde den übrigens auch saugeil. Ich finde, der spielt auch saugut. Weil er ist erst immer so dagegen so ein bisschen, ne? So ein bisschen so, hä, warum eigentlich? Und dann, wenn du dir aber wirklich Mühe gibst, ihn zu überreden, dann geht er auch drauf ein. Das finde ich gut. So, und ihr interessiert euch jetzt auch für Messer und so scharfe Dinge? Oh, das gehört zu meinem Beruf dazu. Stoff, Leder, all das muss geschnitten werden, versteht ihr? Und auch für die natürlich. Lederproduktion müssen wir selber sorgen. Früher hat das mein Mann getan. Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin auch ein großer Freund vom Schneiden. Was schneidet ihr? Am liebsten? Also im Moment noch Obst, aber ich arbeite mich gerade vor, nach oben, könnte man sagen. Ich sag mal so, das Obst wird immer größer und härter und solide. Ich versuche, diese Metapher zu verstehen. Ich dachte im ersten Moment, sie wollen auf einen Phallus hinaus, aber das was? Wäre um Gottes Willen. Wirklich grausam. Oh, naja, Rätsel ich sind doch am besten, wenn man sie nicht direkt lösen kann, oder? Ja, aber eine gute Metapher lebt dadurch, dass eine gebildete Person sie versteht und... Das stimmt. Ich tu's nicht. Okay, super, dann lass uns mal zusammen rübergehen. Okay. Sagen Sie mal, die Schneiderin da, die ist doch auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Ja, ich glaube, die ist ein bisschen langsam im Kopf. Hast du seinen Arsch gesehen?
Warum hat er so Striemen am Hintern? Verzeiht, Männer. Ich komme nicht umhin, eure Blicke auf meinem Hinterteil zu vernehmen. Ja, verzeiht. Ja. Wollt ihr mal draufhauen? Nein, danke. Ich habe Angst, dass ich abrutsche und dann im Arsch lande. Besser so. Ich wollte nur wissen, wo du die Creme her hast, Mr. Sexy Arsch. Der Ball geht doch jetzt los. Lass uns daher mal gucken. Wegen der Lederhose dann. Ich wollte ja extra für den Ball noch etwas besser aussehen. Ich kann jetzt schon mal hier. Als Leihgabe. Das wäre nett. Ja, erstmal. Dann muss ich mich nicht blamieren. Eine neue Kleidung, fragt ihr, kann das sein? Ja, ich bin gerade dabei, mich etwas neu auszustatten. Ich habe sogar noch was anderes. Wollt ihr mal sehen? Hier, schaut mal. Ist natürlich nichts Großartiges, aber man muss klein anfangen. Zumindest da, wo ich herkomme. Fantastisch. Junge. Der alte Mann. Du wirst mich töten. Großartig! Bravo, bravo! Wunderschön! O Rustler Zweiber, leiht dem Baden euer Ohr, eure Welt ist im Wandel. Schaut des Paradieses Tor, nur noch heute könnt ihr schmieden das Glück. Ich präsentiere euch einen Mann, der gut ist bestückt. Ja, das ist Lord Edwin, hat Macht und auch Geld, von hinten wie vorne. Einer, der Frauen gefällt, ist meistens zärtlich und nur selten brutal. Ihr könnt nicht widerstehen, nein, ihr habt keine Wahl. Ihr Damen von Ehre, hebt Haupt und hebt Rock, verkuppelt wird heute dieser stattliche Bock. Hat zwei Säcke als Mitgift mit Saatgut und Gold. Ihr Damen von Ehre, seid Lord Edwin doch Holz. Ja, das ist Lord Edwin, hat Macht und auch Geld, von vorne wie hinten. Einer der Frauen gefällt, ist meistens zärtlich und nur selten brutal. Das ist ein richtiger Bade. Ihr könnt nicht widerstehen, nein, ihr habt keine Wahl. Ihr Damen von Ehre, hebt Haupt und hebt Rock. Verkuppelt wird heute dieser stattliche Bock. Hat zwei Säcke als Mitgift, mit Saat und mit Gold. Ihr Damen von Ehre, seid Lord Edwin doch Holz. Ihr Damen von Ehre, seid Lord Edwin doch Holz. Lord Edwin! Für dich bin ich doch einfach nur eine Wilde. Es ist klar, dass du so denkst, du bist gereist. Doch sehe ich nicht ein, wenn ich so wild erschein. Wie kommt's dann, dass du so vieles gar nicht weißt? Du landest hier und gleich gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch Holz. Doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. Für dich sind echte Menschen nur wie du. Doch folge nur den Spuren eines Fremden. Dann verstehst du und du lernst noch was dazu. Kannst du hören? Kannst du hören? Oh Lord Edwin, du bist so wundervoll. Ich freue mich so sehr, in Rustalot zu sein. So schön, dass ihr hier alle dabei seid. Nun hebet eure Krüge und euren Wein und tanzt zusammen mit mir in dem Mondschein. Ich freue mich, dass wir beisammen sind. Und ich hoffe, du findest die Frau, die dich verdient.
Und ich hoffe, was? Du findest die Frau, die dich verdient. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Fiona von Mondstein. Und das war mein erstes Lied in Rust-A-Lot. Großartig! Darauf trinke ich! Oh, ups, da bin ich kurz... da bin ich kurz in tiefere Stimmlage gerutscht. Das wollen wir nicht. Das war tatsächlich unerwartet großartig. Dank. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, der Gaul kommt mir so bekannt vor irgendwie. Mich interessiert nur, wo dieses Pferd herkommt. Hier. Genau hier. Das sind sehr besondere Bilder. Wisst ihr zufällig, wer hier wohnt? Und das Pferd wurde euch von der Prinzessin ausgeliehen, ja? Also sie meinte, als wir hier waren, nehmen Sie das Pferd. Ach so, okay. Na, okay, ich glaube, ich verstehe, was passiert ist. Nun, so, wisst ihr, dieses Pferd gehört eigentlich einem schwarzen Ritter. Und ich bin gerade auf der Suche nach ihm. Deswegen war ich so interessiert. Dann wird er hier wohl hausen. Oh, Brautraunwald, ihr müsst nicht vor mir knien, dass eure Taverne meine Stimme nicht verschont, das sei ich hier verziehen. Nein, nein, steht auf, für euch singe ich doch gern, auch wenn eure vier Wände mir das Musizieren erschwert. Geben euch das Huhn, kann sogar klatschen hier. Ach, wie schön, ach, wie schön. Ach, wie schön ist das hier. Moria, ihr habt nicht zufällig den schwarzen Ritter irgendwo gesehen? Nein. Falls ihr ihn zufällig irgendwo seht, richtet ihm bitte aus, dass ich... weiß. Einfach nur, dass ich weiß. Und dass er mich bitte finden soll. Gut, eine Frage. Möchtet ihr mitkommen? Was? Wohin denn? Die Prinzessin hat die Truppe von gestern zusammengetrommelt und wir sollen zur 9. Stunde hinter der Kirche stehen. Oh, gerne. Ich meine, ob ich jetzt mit euch zusammen den Ritter suche oder alleine? Ja, also, ja. Ich glaube nicht, dass wir nach einem Ritter suchen werden, aber, anderen Dingen. Ja. Wer ist das? Ich denke, es ist Jenyon. Ich mag meine Schwester. Schön Prinzessin, die Frau hat Scheiße auf Prinz Willi regnen lassen heute. Das war super. Ja, schön, dass wir uns hier alle versammelt haben, so ganz unauffällig. Wo ist der Alchemist? Ich weiß nicht. Er hat gesagt, er kommt hierher. Aber hier ist er nicht. Such den Alchemisten! Ah, da seid ihr. Wo sind die Damen? Ach, da kommen sie. Da kommen sie. Die Kurzform ist, dass wir eine Ritualstätte in den Eisbergen gefunden haben, mit einem Pentagramm und einem Opferaltar, und da war ein böser Geist und, naja, Rätsel, und dann gab es noch ein Drachennest und so weiter. Wieso folgt diese Frau uns? Auf eine Reise geht. Wer ist denn die neue Frau überhaupt? Ich habe die vorhin nur kurz im Wald getroffen. Warst und anscheinend kann sie zaubern. Vormittag? Sagt. Verstehe. Könnt ihr wirklich zaubern oder war das nur ein Hirngespinst von dem Prinzen? Nun, wer weiß das schon? Ich denke, heutzutage kann jeder zaubern. Ich meine, Menschen. Schon allein die Existenz ist gar zauberhaft. Hallo, Papa. Ja, ich mache hier nichts Ominöses, Dubioses. Wir machen keine komischen Dinge. Was war denn Nero hier? Was war direkt aufs Auge? Nun, das ist die Abenteuergruppe von gestern. Nun, solltet ihr auf ein weiteres Abenteuer aufbrechen? Wir sollten aufbrechen. Nicht, dass wir noch mehr werden. Richtung Prinzessin. Nun, ich schätze, da müsst ihr die Prinzessin fragen. Die hat hier so mehr oder weniger die Hosen an. Alchemist, zeig mir den Weg. Die Party wird immer größer. Alles gut. Hier gibt's nichts zu sehen. Was macht sie denn jetzt hier? Wo genau gehen wir denn hin? Zum Osten. Ja, genau. Meine ich doch. In den Osten. Geht's genauer? Ich weiß es nicht, der Vater Valentin hat mir diesen Schlüssel gegeben. Was, ein Hintertür? Und der verschwundene Vater? Hintertür! Oh, es ist immer noch voller Wasser.
Oh, ein Anker. Das ist ein riesiger Anker. Natürlich springt Moment. Rein und schwimmt noch. Oh, uns folgt wer. Also, Sie haben jetzt zwei Optionen. Option 1 ist, Sie machen weiter in Ihr Geschäft und dann könnte es passieren, dass diese scharfe Axt in Ihrem Nacken landet. Oh, Forky. Option 2 ist, Sie sagen die Wahrheit. Oh, Forkywert. Forkywert ist sowas wie mein Bruder. Er macht sich nur Sorgen um mich, denke ich. Willkommen in unserer Gruppe, Forkybert. Ich hab dich im Auge. Das ist doch dieses schwarze Land, was wir von den Bergen gesehen haben. Da oben waren wir gestern. Ha. Wow. Sind das Gletscher? Das könnte sein. Aber ein Wildschwein! Vorsicht, ein wildes Tier. Zwei Wildschweine. Achtung, Achtung! Wir retten euch. Pepe! Pepe! Oh Gott. Schwein! Pepe, dreh um. Du dumme Sau! Meine Güte! Doria? Ja? Ich habe eine Frage. Wie sieht mein Po aus? Rund? Aber sieht da ist ein Biss von dem Wildschwein. Oh. An der linken Stelle fehlt ein bisschen. Ja, so tief ist das aber nicht. Das überlebst du. Ja, könnt ihr uns bitte aufklären, was genau wir eigentlich suchen und tun? Na, hat gesagt, im Osten finde ich diese Tür, die ich aufschließen soll. Meine Hintertür bleibt verschlossen. Auf Wiedersehen. In eure Hintertür will keiner rein. Wiedersehen, Prinz. Ich habe gehört, es gibt auch ein Codewort, um Löwenanteil zu erwerben. Wie gerne hätte ich auch einen Löwenanteil. Oh, wie lautet dieses Wort? Ich werde nun mit meiner neuen Löwenstärke von dannen hopsen. Auf dann. Auf Wiedersehen, Vater. Sehet nur, der Löwe. Wie ein Löwe geht er. Oh, da war ich! Ah, da das ist ja spannend nach hier. Den Sternen hier. Es ist so weit. Man könnte meinen, jemand hat euch das vorher gesagt. Mit dem Löwen habe ich gesprochen. Ihr könnt mit Löwen sprechen? Ja. Sein Name ist Mufasa. Wäre vielleicht besser, oder? Ihr hättet. Oh Gott. Prinzessin, oh Gott. Prinzessin! Prinzessin! Seid ihr in Ordnung? Nein, oh Gott. Es blutet. Hat jemand eine Bandage, was zum Verbinden? Oder pusten. Können wir mein Knie pusten? Komm her. Alle zusammen. So viele Bakterien. Oh Gott, es ist ganz schön kühl geworden unter meinem Kleid. Soll ich die Wunde sauber lecken? Ja, bitte. Ja, leckt, was das Zeug hält. Das war noch nicht feucht genug. Lord Edwin, ihr müsst die Zunge von Aurelia noch ein bisschen befeuchten. Ich versuche mit ihnen zu kommunizieren. Du kannst hier nur mit uns abhängen, wenn du dich nackig machst. Ablehnt. Das ist die fliegende Löwenmaske, die ausgeschrieben wurde. Ich dachte, dreimal rubbeln und dann machst du so drei Wünsche und bäm und so. Lord Edwin, rubbeln! Nein, kein rubbeln, ich will kein rubbeln. Ich will kein rubbeln, ich will kein rubbeln, ich will kein rubbeln. Löwenkopf, tut mir leid, ist das ein Befehl? Rubbel, rubbel, rubbel. Oh, warte mal, ich glaube, er hat's geschafft. Er rubbelte ihn. Ganz zärtlich. Du, Real, du hast drei Wünsche frei. Wünsch dir was. Ich wünsche mir das beste Schwert der Welt, die beste Rüstung der Welt und das beste Ross der Welt. Wir müssen hier! Was ist mit der Hintertür? Hast du jetzt alle drei Wünsche schon aufgebraucht? Schwert, Rüstung, Ross kriege ich bis morgen hin. Wird geliefert. Ciao! Du hast es verkackt! Du ungehobelter Schwachkopf musst jetzt leider in den Kerker. Ich hoffe, du musst dich jetzt nicht fesseln. Oh, das wird aber ganz schön lange dauern, hier bei den Fesseln. Das ist richtig. Unter uns gesagt, warte ich einfach nur, bis die Prinzessin außer Sicht ist und danach bist du wieder frei. Wie wär's denn, wenn ihr einfach in die Richtung verschwendet, wenn ich euch jetzt losbinde? Ihr seid es, Louis. Seid gegrüßt. Ja, könnten Sie mich vielleicht gerade nicht stören? Ich habe gerade einen etwas kleinen Moment für mich, den ich benötige. Ich habe mir den Ort extra ausgesucht, um ein bisschen weinen zu können, wenn es... Um Bitte. Gottes Willen. Also natürlich, wenn er darauf besteht. Die Prinzessin verärgert und wurde von ihr in den Wald verbannt. Ach, du lebst, hallo. Mein Herz. Ach, herrje. Ein Stein fällt von meinem Herzen. Du wurdest verbannt? Genau, das hatte ich ja gehört. Aber nein. Ich hatte Angst, dass du durch den Wald nicht... Ich glaube, Lord Edwin wollte nur der Prinzessin gefallen. In diesem kurzen Moment. Leider, Was habt ihr denn noch gesucht? Wir suchen eine verschlossene Tür, die sich angeblich im Osten befinden soll. Also, die Prinzessin hat anscheinend einen Schlüssel bekommen von
Vater Valentin von der Kirche. Und dieser meinte zu ihr, dieser Schlüssel öffnet eine Tür im Osten. Wie weit im Osten? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Da liegt unser Problem. Schwarzer Ritter, ich glaube, ich habe euren Mann gefunden. Es gibt ja einen gewissen Louis Langschritt. Ich glaube, er hat irgendwas mit diesen Hasslingern zu tun. Von ihm habe ich gehört, dass er gerne blutroten Wein trinkt, sowie dass er kleine Messer hat. Und ich habe ihn vor kurzem, vielleicht vor 5 bis 10 Minuten, bei dieser verlassenen Hütte entdeckt, wo ihr mit der Prinzessin wart, wo ich mich hinter der Hütte versteckt habe. Genau da war er gerade und hat gemeint, er wäre am Trauern, am Rumweinen und ich soll ihn bitte alleine lassen. Das war vor 5 Minuten oder so. Besitzt hier ein kleines Messer. Oh, hier sind ganz viele Leute. Aber dann. Nicht so laut. Ja. Ich hörte den schwarzen Ritter fragen, ob jemand ein kleines Messer hat. Oh, du hast das auch gehört? Ich hab das auch gehört. Ein kleines Messer? Na, seit heute hat Duriel schon ein Schwert, würde ich sagen. Morgen, Ella. Eine Gruppe verkauft hat er dafür. Was? Naja, ich war mit meinen Bekannten nochmal weg und da haben wir so eine fliegende Löwenmaske entdeckt und dann wurde mir befohlen, sie zu rubbeln. Ja, 3-mal, das habe ich getan und dann... Und erfolgreich. Ja, und dann hat die Löwenmaske mich gefragt, ja, hier, du hast 3 Wünsche frei, was wünschst du dir? Ach, ganz schlecht. Und ich hab. Nein, halt, nicht schlecht, es hätte das Ende der Reise sein können, die Position. Ja, ich hab nicht so wirklich lange nachgedacht und hab ihm dann 3 Wünsche genannt. Oh. Nee, nichts Schlimmes. Der nächste Ausflug kann ja nicht schief gehen. Auch nichts Extravagantes oder so. Also nicht, dass ich mir längeres Leben wünschen würde oder mehr Geld oder so. Also alles ganz kleine Dinge. Nein. Eines Obsthändlers angemessen. Was hast du dir gewünscht? Neue Kleidung habe ich mir gewünscht und neues Werkzeug und so ein Gaul, dass ich auch ein bisschen reiten kann. Aha. Das war es eigentlich schon. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Junge, oder? Nein, darf ich nicht reiten? War denn niemand dabei, um dich zu schütteln? Nun, doch. Das haben sie auch getan. Die Gefolgschaft haben geschrien. Geschrien. Ich wurde dann leider kurz in Ketten gelegt, aber auch nicht so lange. Was? Ach ja, und ich habe gerade dem schwarzen Ritter, glaube ich, sein Ziel genannt, aber ich weiß nicht genau, was er dann getan hat. Wo will er denn hin? Welches Ziel? Wovon redet ihr denn? Ach, der schwarze Ritter, er ist auf der Suche und ich versuche ihm zu helfen, das ist alles. Auf der Suche nach was? Wahrscheinlich einem Mann. Das wiegt mich schon mal sehr in Sicherheit, ja. Und nach welchem Mann? Und wie konntest du ihm jetzt sein Ziel nennen? Na gut, er hat mir so ein paar Indizien genannt. Also er hat gemeint, er sucht jemanden, der gerne blutroten Wein trinkt und kleine Messer mag. Und ich habe herausgefunden, dass der gute Herr Louis Langschritt, ja, auf den beides zutrifft. Also war ich einfach nur freundlich und hilfsbereit und habe dem Ritter das weitergegeben, die Information. Also der schwarze Ritter reitet jetzt zu den Hasslingern, ja? Also ich und glaube... was hat er davor? Um euch leicht zu korrigieren, ich glaube, er war schon dort. Ich meine, das geht uns kleinen Leute ja auch gar nichts an, was der gute Herr Ritter da tut, oder? Dafür bist du ganz schön neugierig und rennst ihm ganz schön viel hinterher. Das muss ich schon mal sagen. Dagegen kann ich nichts sagen, das stimmt schon. So, und dann darf doch eine alte Frau auch mal fragen, was es damit auf sich hat. Was war das? Was war das? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich gehe noch etwas der Arbeit nach und habe eine Chance genommen. Oh ja, wir sollten uns langsam auch aufmachen auf den Nachhauseweg. Und? War er's?
Er war nicht der Richtige. Er hatte das Messer erst vor kurzem erhalten. Vor 2 Tagen. Verdammt. Nun gut, ich suche weiter. Habt ihr sonst noch irgendwas in... Oh. Gebt das als Belohnung. Hab Dank. Ich gebe weiterhin mein Bestes. Der Mann in diesem Haus hat den Tod verdient. Er hat mich belogen. Oh. Nun, wenn ihr das sagt, dann ist das wohl so. Was ist das? Oh, fuck. Die Tür ist offen. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Was zur Hölle ist passiert? Was ist gar nicht mehr drin? Die Hütte brennt. Die brennt komplett nieder. Was ist das meiste? Burning Rust. Der ist gut. Das ist gut. Holt einmal. Was zum? Der schwarze Ritter geht einfach rein. Grüß dich. Oh mein Gott. Giga-Chat, Alter. Er opfert sich. Es schien gerade so, aber jetzt nicht mehr. Beim Notar umschreiben lassen. Jo. Kommt der aus dem Feuer? Yeah. Das ist niemand mehr drin. Junge, er ist einfach der geilste ohne Witz. Liebe ihn. Er ist so cool. Leuchtet da einfach rein wie der ultimative Gigant. Oh nein, die Macht des Mordes ist so. Und rennt mich fast um. Wisst ihr, wie das ist? Der Täter kommt immer zurück zum Ort des Verbrechens. Gerade bei Brandstiftung. Nun ja, die Kirche hat uns angezündet. Der Messer. Wer denn von der Kirche? Vater, also, uns. Vater Valentin war selbst hier. Ja. Lasst eure Hosen fein und helft uns. Sonst wird sie nie wieder aufwachen. Wow. Moment. Ich hab nichts gesehen. Was macht ihr hier oben? Grüße. Nun, ich suche immer noch eine Tür. Okay. Und haben Sie... Sie sind ja wahrhaft, ja. Ja, wir scheinen irgendwie mit dem Schicksal verbunden zu sein, wie wir alle. Bulky machen! Was ist hier los? Nichts Gutes auf jeden Fall. Pepe, was ist da los, Mann? Warum ein Pferd? Oh, hallo, seid gegrüßt. Hi, na? Habt ihr dieses Meisterwerk da an diesem wunderschönen Bestande gebracht? Nun, da ich erst nach euch hierher gekommen bin, nein. Wahrlich eine sehr kryptische Darstellung. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es sieht nach zerplatzter Liebe aus und einer verlorenen Krone. Ja, vor allem hat diese Person unten links ganz klar ein drittes Bein, wodurch wir feststellen können, dass sie männlich ist. Ja, Sie haben recht, Sie haben vollkommen recht. Übrigens, Titus Drachenfeld ist mein Name, von der Post. Es ist mir eine Freude, Sie heute Abend begegnet werden zu dürfen. Wir haben uns schon kennengelernt. Ich bin Dureal vom Obststand. Ah, oh, natürlich. Stimmt, ich habe Sie so gar nicht wiedererkannt. Ja, Sie sehen vortrefflich aus. Neu eingekleidet, das könnte sich genau. Sehr bald auch nochmal etwas ändern. Oh, werden Sie in den Adelsstand endlich hinaufbefördert? Nicht vom König, direkt zumindest. Ich verstehe. Ich bin übrigens immer noch an Ihrer Bestellung dran. Ich hoffe, dass liefern kann. Ich glaube, dass die sich auch auf fast magische Weise erledigt hat. Ihr seid auch noch am Tuscheln. Da bist du ja. Ja, ich war gerade auf dem Nachhauseweg und habe dieses merkwürdige Kunstwerk da die Straße runter bewundert. Huch! Hast du auch den Brand? Wie konnte ich denn das übersehen? Nun, auf diesem hier befindet sich nichts, aber wenn ihr hier entlang geht, da lang, da ist eine sehr interessante... Frau Ella, der Nero, er ist auch sehr neugierig, muss ich ganz ehrlich behaupten. Ich weiß. Es wird halt wirklich immer besser, weil du einfach deinen Charakter auch entwickelst. Du hast diese Handlungsstränge einfach, die du verfolgen kannst. Du hast diese Person, die du kennenlernst und lernst auch wirklich immer mehr über die anderen Charaktere auch kennen und
freundest dich mit Leuten an oder verfeindest dich oder bist ein Möchtegern-Knappe von irgendwem? Ist einfach geil. Also ich genieße dieses in eine Rolle schlüpfen. Ich genieße das extrem einfach. Richtig cool.